Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei TK Whisky. Ja, und ich war mal wieder im Urlaub in Renesse, habe mir extra das passende T-Shirt heute angezogen. Das ist meine Lieblingsbar in dem Ort, aber da geht es heute überhaupt nicht drum, sondern was ich mir Schönes da im Spirituosenladen gekauft habe. Und zwar diesen Millstone Peated Muscatel Special Nummer 22 Dutch Single Malt Whisky. Von Millstone habe ich euch schon mal einen vorgestellt, und zwar den Peated PX. Und von daher möchte ich das Video jetzt gar nicht so unnötig in die Länge ziehen und euch nochmal alle Infos zur Brennerei geben. Ich werde euch im Laufe des Videos irgendwo hier oben den Link zu dem anderen Video einblenden, und dann könnt ihr euch da die Infos zu der Brennerei anhören. Ist ein Familienbetrieb von Fred van Suydam gegründet worden, und zu der Gründung möchte ich aber noch was sagen. Und zwar habe ich in einem alten Video gesagt, dass die Gründung 1976 war. Wie kam es dazu? Die Recherche war relativ schwer, um herauszufinden, wann die Brennerei wirklich gegründet wurde. Erstmal, es steht nicht wie bei den Schotten direkt oben groß drauf, Gründung dann und dann. Und deshalb habe ich im Internet so ein bisschen geguckt, auf den verschiedensten Seiten. Und da habe ich immer 2 Jahre gefunden. Einmal 1975 und 1976. Dann war ich auf der Internetseite von der Brennerei selbst. Da stand es auch nicht so direkt. Da stand nur, dass sie mit der Produktion 1976 begonnen haben. Da stand aber nichts von Gründung, und da sie nur dieses Jahr genannt haben, bin ich davon ausgegangen, Produktion ging da los, also wird wahrscheinlich auch da die Gründung gewesen sein. Jetzt war ich nochmal auf der Seite von denen, und die haben die so ein bisschen überarbeitet, haben da jetzt das doch genauer beschrieben, als ob sie gewusst hätten, dass ich jetzt das Video dazu drehen möchte. Und also die Gründung ist 1975 gewesen, damals noch unter dem Namen Bale International. Warum Bale? Weil die Brennerei in dem Ort Baarle-Nassau liegt, im Süden der Niederlande, direkt an der Grenze zu Belgien. Und ein Jahr später, 1976, haben sie dann mit der Herstellung von Likören und Genever begonnen. Und das dann unter dem Namen Suydam Distillers, so wie sie heute immer noch heißen. Und das hat, denke ich mal, einfach zur Verwirrung gesorgt, dass das von denen auch nicht so genau beschrieben wurde. Und deshalb schreiben manche Internetseiten, manche Shops haben auch dann geschrieben, Gründung 1976. Aber gut, Gründung 1975. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich sagen wollte? Ich glaube nicht. Kommen wir zum Whisky. Wie ich gerade schon gesagt habe, Special Nummer 22. Also, es ist eine Sonderabfüllung von Millstone. Die haben auch eine Core Range. Und die wechselt aber auch hin und wieder mal durch, die Abfüllung da. Und dann eben diese Special-Serie. Die kommt auch in einer anderen Flasche, eben in so einer etwas höheren Flasche mit einem großen Korken, mit einem dicken Glasboden. Und ansonsten vom Etikett her sieht es aber so aus wie die anderen Abfüllungen auch. Auch hier dieses kleine Etikett, was immer handbeschriftet ist, finde ich sehr schön, dass sie das so machen. Und ja, was haben wir denn in der Flasche? Wir haben einen Whisky, der in Moscatel-Fässern gereift wurde. Wer mit Moscatel nichts anfangen kann, das ist eine Sherry-Sorte. Und zwar ist das ein süßer und fruchtiger Sherry. Nicht so wie PX. PX ist noch süßer und auch so dunkelfruchtig, so nach dunklen Trockenfrüchten. Da in die Richtung geht es eher, und bei Moscatel ist es auch süß, aber dann so blumig fruchtig. Also alles ein bisschen heller, nicht so dieses richtig dunkle wie beim PX, dieses schwere. Was haben wir noch drauf stehen? Heavy peated, malted barley, double distilled, no chill filtration und natural color. Was ich super finde, dass sie es mittlerweile draufschreiben. Bei der peated PX-Abfüllung stand es noch nicht drauf. Jetzt haben sie dann draufgeschrieben, dass es natürliche Farbe ist, dass er nicht kühl gefiltert ist. Finde ich wirklich gut. Hier nochmal die Mühle, die Millstone Mühle. Und der Whisky ist mit 46 Volumenprozenten abgefüllt. Destilliert wurde er am 20. Februar 2017 und in die Flasche gefüllt am 19. Mai 2021. Also noch gar nicht lange her. Hier schreiben sie dann nochmal Fasstyp Moscatel, und ich habe Flasche 1253 von 5784. Ja, habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen? Ja, diese Special-Serie habe ich gesehen, da haben sie wirklich
interessante Abfüllung bei. Die Nummer 18, meine ich, wäre es gewesen. Das war ein richtiger Knaller. Da hatten sie ein 23 Jahre altes Einzelfass rausgebracht. Ein Oloroso Sherry Fass war das. In Fassstärke, meine ich auch. Und das war von der Whisky war von 1996. Und da haben sie auch angefangen, Whisky herzustellen. Das ist einer der ersten, die sie überhaupt hergestellt haben. Die Flasche hat damals auch um die 250 Euro gekostet. So teuer war der Kollege zum Glück nicht, denn er ist auch nur 4 Jahre alt und hat, ich habe dafür 39,90 Euro bezahlt. Ja, habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube, erstmal nicht. Einmal die Farbe. Und dann halten wir schon die Nase rein. Also die gleiche Rauchnote, die auch der Peated PX schon hatte. Ganz speziell. Ich konnte es in einem alten Video schon schwer beschreiben. Ich kann es jetzt immer noch nicht gut beschreiben. Aber ich versuche es nochmal. Es ist nicht phenolisch, nicht medizinisch. Aber auch so sonst das, was man von rauchigen Whiskys kennt aus Schottland oder Irland oder so. Überhaupt nichts davon, sondern das ist eher so ein Rauch nach verbranntem Papier. Aber nicht, wenn das Papier noch brennt, sondern wenn es schon erloschen ist und nur noch so glimmt. Aber dann auch nicht so ein beißender Rauchgeruch, sondern eher so was süß-cremiges. Also der Rauch ist sehr schön eingebunden hier. Der überdeckt überhaupt nichts. Man spürt ihn direkt, aber ist wirklich schön eingebunden. Man hat direkt auch eine karamellige Süße. Und was Würziges. Eine leichte Tabaknote. Ein Hauch Eiche, aber wirklich nur wenig. Und dann das Fruchtige, weil ich ja gerade gesagt habe, Moscatel ist ein süßer, blumig-fruchtiger Sherry. Habe ich jetzt gar nicht so, sondern für mich ist das eher so gekochtes Obst. Ein Bratapfel. Dann habe ich noch eine Süße drin. Ich habe im Urlaub auch in Holland Pfannkuchen gegessen. Kriegt man da ja überall an jeder Ecke. Und habe mir da diesen Zuckerrübensirup drüber gemacht. Dieses dunkle, super süße, klebrige Zeug. Kennt ihr bestimmt alle. Und die Note habe ich ja auch drin. Das erinnert mich jetzt also dran. Dieser Zuckerrübensirup. Also ein bisschen, das geht ja auch so ein bisschen dann so ins Dunkle. Aber nur leicht. Ist jetzt nicht, dass man hier so das so dunkelfruchtig hat mit Rosinen oder Pflaumen oder so, das habe ich nicht. Noch was Würziges, so eine nussige Würze. So geröstete Haselnüsse. Schön. Ja, was heißt Prost auf Holländisch? Auf euch.
süß, ölig. Als allererstes im Geschmack eine Tabaknote, eine deutliche Tabaknote. Dazu eine Honigsüße. Auch wieder eine Haselnusswürze dann dabei, Haselnuss, bisschen Walnuss. Rauch habe ich im Geschmack nicht, wenn dann nur wirklich wenig. Rauch ist im Abgang, ein Hauch Rauch, aber nicht viel. Ein Abgang ist lang, hält sich gut. Habe ich eine, ja eher eine Milchkaffeenote, Kaffee, also schwarzer Kaffee ist es nicht, aber so eine Milchkaffeenote. Ein Hauch, dunkle Schokolade. Jetzt in der Nase wird diese Zuckerrüben-Sirup-Note, die wird ein bisschen stärker. Tabak wird deutlicher. Jetzt beim zweiten Schluck habe ich doch auch wieder den Rauch ein bisschen deutlicher. Aber nicht, dass der irgendwas überdeckt, aber er schwingt jetzt langsam wieder mit. Und dann habe ich jetzt auch den Geschmack, dass den Bratapfel wieder ein bisschen gehabt. Also Abgang, jetzt wird er so leicht trocken, beim Zahnfleisch und am Gaumen wird es leicht trocken, würzig. Schön, wirklich gut. Wirklich lecker. Also ich mag diese Millstone-Rauchnote, mag ich wirklich sehr, weil es einfach mal was anderes ist. Ich habe jetzt bei Muscatel habe ich jetzt echt ein bisschen mehr dieses hellfruchtige erwartet. Hat er nicht. Aber dieses gekochte Obst und Bratapfel in Verbindung mit dem Rauch, ein bisschen was Nussiges, wirklich schön. Für 4 Jahre gut gereift, genauso wie der Pidit PX. Den fand ich auch schon gut. Ihn finde ich auch gut, preislich gut. Also lecker. Ich habe auch schon andere niederländische Whiskys probiert. Holly von Whisky Buzz, die hat mal ein niederländisches Tasting veranstaltet auf ihrer Seite. Und da haben wir, ich glaube, 6 verschiedene Whiskys probiert. Da war, glaube ich, ein Belgier bei, ein belgischer Whisky und 5 niederländische Whiskys. Da war auch der Pidit PX bei. Das war ein Blind Tasting, also wir wussten erstmal nicht, was wir im Glas haben. Und den Pidit PX, den habe ich direkt erkannt, weil ich den zu der Zeit auch noch hier zu Hause hatte und das Video gerade dazu gedreht hatte. Und der hat mir schon gut gefallen. Die anderen, muss ich sagen, schwierig. Also waren manche bei, die gingen wirklich eigentlich gar nicht. Manche waren so, naja. Also wenn einer von euch mal holländischen Whisky ausprobieren möchte, kann ich ihm wirklich nur wärmstens empfehlen, sich bei Millstone umzugucken. Das hat mir bis jetzt gut gefallen, was ich da im Glas hatte. Und ich werde auch im nächsten Urlaub in Renesse, ich bin nämlich regelmäßig da in der Ecke, werde ich mir wieder einen Millstone holen. Und ich denke mal, jetzt hatte ich 2 junge, rauchige. Jetzt bin ich mal gespannt, wie so die älteren Nicht-Rauchigen sind. Die haben auch einen 10-jährigen, 12-jährigen American Oak und French Oak und Oloroso Sherry. Also die haben schon
viele verschiedene Abfüllungen und da werde ich beim nächsten Mal, denke ich mir, irgendwie von 10, 12-Jährigen holen, nicht rauchig und mal schauen, wie der so ist. Gut, genug gequatscht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!